Ich bin Sirenensang. Wir sind die ganze Woche hier, um Talks in Meitner und Curie zu übersetzen. Ja, bitte hört doch rein. Meldet euch, euch bei uns, wenn es irgendwie Rückmeldungen gibt, wenn es Fragen oder Kritik habt, gerne an @c3lingo on Twitter. Und ja, jetzt geht's los mit der großen britischen Drohnenpanik. Hallo, ich bin Jenny List. Mein Hintergrund ist, dass ich Journalistin bin. Ich schreibe für HackerDay.com. Viele von euch kennen das vielleicht. Ich bin auch Mitglied von zwei Make- und Hackspaces. Oxford Hackspace und Milton Keynes Hackerspace. Ich bin ein Elektro-Ingenieur. Ich habe die ganze Zeit in Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet. Als ich vom Auction Dictionary weggegangen bin, habe ich mich bei Drohnengeschichten wiedergefunden. Und ich habe ein paar Leute kennengelernt, die Drohnen fliegen. Und die waren nicht so glücklich darüber, wie ihr Hobby dargestellt wurde. Vor allen Dingen waren da viele Geschichten über Drohnen im Konflikt mit Luftflugzeugen. Und das fanden sie eine sehr unfaire Berichterstattung. Sie waren das. Ja, sie wussten nicht, was sie da machen sollten, und das hat mich interessiert. Und da ist eine ganz schöne Geschichte hier. Ich habe also angefangen, für HackerDay dazu zu schreiben. Bevor ich anfange, muss ich erstmal was sagen. Drohnen, also mit Drohnen Menschen anfliegen, ist schlecht, okay? Wenn du hier bist und Drohnen fliegen willst, in der Nähe eines Flughafens oder in eine Masse ohne die Lizenzen und die Sicherheitsdinge, wenn du in der Nähe von Flugzeugen fliegen willst, dann kann ich eine Sache sagen: haut ab. Die einzige Weg, wie die Multirotor-Community ernst genommen werden kann, ist, dass wir das, was wir machen, so sicher wie nur möglich machen. Ich sage das jetzt, weil der Gegenstand dieses Talks, oh ja, das ist ein anderer Hacker, der über Drohnen redet und sagt, wie schlecht Piloten sind. Nein, das werde ich nicht sagen. Wenn du Drohnen in der Nähe von Flugzeugen fliegst, dann gehörst du ins Gefängnis. Aber ich schätze, ich bin ungefähr 2015, 2016 hier reingekommen. Einer der ersten größeren Artikel über HackerDay, den ich gemacht habe, ich bin durch 2015 Great Drone Report, also die großen Drohnenreportagen, durchgegangen. Und Reports of drones and multirotors that just didn't add up. Mit Multirotoren, und das hat irgendwie alles nicht zusammengepasst. Das waren Beschreibungen einer Drohne, die keiner bekannten Drohne zusammengepasst haben, die sehr hoch fliegen können, die Drohnen einfach nicht fliegen können mit Rotoren, großen Geschwindigkeiten, also durch all die Drone Incident Reports, die Drohnen-Zwischenfälle gegangen und habe eine Analyse gemacht, eine nicht so richtig in die Tiefe, einfach so, das ist, was berichtet wurde, wie passt das zusammen, das Resultat war dieser Artikel. Das ist ein Incident, also ein Zwischenfall als typisches Beispiel. Das ist die ganz normale Performance einer typischen Drohne. Airbox Report Nummer 2015-155 von Stansted Flughafen. Das ist ein kleinerer Flughafen in London. Eine Boeing 737, das ist ein größeres Flugzeug, ist gestiegen auf 4000 Fuß, 250 Knoten, das sind ungefähr 300 Meilen in der Stunde. Ich kann Kilometer in der Stunde nicht so richtig, aber das ist viel. Die Drohne wurde auf 12 Uhr gesichtet und da ist einfach diese Drohne, die fliegt auf dich zu, wow. Und dann, wo sie dich trifft, fliegt sie einmal rum und fliegt auf 1 Uhr wieder raus.
completely normal performance of an average drone. Das ist ganz normale Performance für eine durchschnittliche Drone. Ich glaube nicht, dass Kampfflugzeuge das können. Wenn du eine Drohne hast, die das kann, dann will ich die Drohne, weil das ist nicht großartig. Wenn du eine Drohne hast, die das kann, dann möchte Uncle Sam diese Drohne auch und wird wahrscheinlich mit ein paar Milliarden bei dir ankommen. Das Fakt ist, dass das, was als Drohne dargestellt wird, als Matter of Fact, von den offiziellen Stellen, die sich diese als Zwischenfalle ansehen, das ist keine Frage, dass das eine Drohne war. Es ist eine Drohne, obwohl keine Drohne überhaupt dieses machen könnte. Und meine Geschichte, weil wenn der offizielle Report einfach so falsch ist, dann muss man das natürlich in Frage stellen. Ich bin also durch ein paar Jahre Drohnengeschichten gegangen. Jemand hat eine Drohne in der Nähe von Gatwick gesichtet, dann mussten sie es für eine Stunde schließen, Drohnen in der Nähe von Flugzeugen und so weiter. December 2018. Und dann kam Dezember 2018, das war vielleicht der 18. oder so. It was an evening in es war ein Abend im Dezember, es wurde dunkel, es war auch dunkel, es gab Frost. Ich glaube nicht, dass es geregnet hat. Jedenfalls in der kalten, in der Kälte, in der Licht der Tarmacs, irgendwelche Flughafenleute unterwegs, und da fliegt irgendwas in der Ecke. Und da sind keine Zwischenfälle, die berichtet wurden. They reported it because irgendwie so. Du musst das irgendwie berichten. Und jemand hat das D-Wort gesagt, Drohne. Und sie haben den Flughafen geschlossen. Das ist wahrscheinlich richtig. Das ist genau das Richtige. Wenn jemand eine Drohne über dem Flughafen sieht, dann musst du es schließen, nachforschen, gucken, dass es sicher ist. Weil wenn du bei einem Flughafen bist, dann musst du in Sicherheit gehalten werden. Das ist genau das Richtige, es zu schließen. So, sie schließen den Flughafen. Lauter Leute, die zu irgendwelchen Urlaubs fliegen wollen, über die Feiertage. Und da sitzen ein paar 10.000 Leute und sind langweilt und sehen sich rum. Und natürlich fangen sie an, Drohnen zu sehen. Überall sieht man Drohnen, ganz viele Sichtungen kommen rein. Das ist ganz normal. Zum Beispiel als Analogie. Letzte Woche war ich auf einem dänischen Hackercamp, Bornhack. Wenn du nach Bornhack willst, geht da unbedingt hin. Das ist total entspannt. Hatte eine großartige Zeit. Ich auch. Und Leute hatten Zeckenbisse. Und sobald du weißt, das sind Zecken, dann gucken sich alle nach Zecken um. Und jede kleine Fleck oder Stück Dreck oder was auch immer an deiner Haut. Oh nein, das ist eine Drohne. Das ist natürlich keine Drohne. Das ist natürlich menschliche Natur. Wenn du irgendwo eine Gefahr siehst, dann siehst du überall. Und diese Sichtung kam einfach weiter rein. Und dann blieb der Flughafen halt geschlossen über die Nacht. Bis zum nächsten Tag. Es wurde ein bisschen albern, denn die britischen Nachrichten, ich glaube Daily Mail, illustrierten, sie hatten ein Video auf ihrer Webseite. Die Gatwick-Drohne. Und das war einfach nur, keine Ahnung, in einer Ecke ein paar Pfosten und irgendeine Stimme, die sagt, da ist das Arschloch. Und es war nur ein ganz kleines Problem. Da war überhaupt nichts in dem Video, das irgendwie als Gatwick aussah. Ich kann nicht sagen, dass ein Journalist im Daily Mail Parkplatz stand. Aber es wurde überall als die Gatwick-Drohne berichtet. Und wenn ein Video ist, dann hilft es. Sonst hilft es, dass es tatsächlich da ist, sonst ist es Fake News. Oder dann Superman, where are you? Hysterisch wie Superman, wo bist du? Kannst du uns niemand retten? Aber keine Sorge. The police arrested somebody. Oh, sie haben jemanden festgenommen. Sie haben sogar ein paar festgenommen. And they've done their job, so we're safe. Wir haben ihren Job gemacht. Wir können jetzt in Ruhe schlafen. Nur dass das hier passiert ist. What they'd actually done? Was sie tatsächlich gemacht haben, ist in the manner of high quality police work everywhere. Mit hochqualitativen Polizeiarbeit. Sie haben nach Facebook durchgesucht, nach den nächsten Drohnenenthusiasten. Die haben sie dann festgenommen. Das hat immer funktioniert.
in den 1970ern für IRA-Bomben. Es hat funktioniert, wenn sie Terroristen nach 2011 eins gesucht haben. Das hat hier bestimmt auf jeden Fall funktioniert. Aber das hat natürlich das Leben dieses Paars völlig ruiniert. Es war überall atemlos berichtet als die Täter, aber natürlich waren sie es nicht. Riesige Polizeiressourcen. Und wenn da eine Drohne war auf Gatwick, wer auch immer da ist, der ist immer noch unterwegs. Und natürlich gab es immer noch Sichtungen. Und so blieb der Flughafen nochmal geschlossen, für 3 Tage, glaube ich, insgesamt. Dann haben sie sogar gesagt, dass sie einen Wrack gefunden haben, eine Absturzstelle. Okay, können wir das sehen? Weil diese Drohne, das wäre ja tatsächlich physikalischer Beweis. Sie haben es noch This happens. Investigated. Ja, und dann ist das hier passiert. Die Polizei sagt, dass die Möglichkeit, dass da niemals eine Drohne war. Und dann ging es ganz schnell weg und dann durften wir nicht mehr drüber reden. Aber der Airport, der Flughafen hat trotzdem für 3 Tage geschlossen. Also haben sie den Flughafen für 3 Tage geschlossen und dann ganz leise zugegeben, dass da wahrscheinlich keine Drohne war. Aber die Meinung, die dann bei den Massen ankommt, da war eine Drohne bei Gatwick. Alle denken, da war eine Drohne bei Gatwick mit gefährdeten Flügen. Eine große Störung und Drohnenflieger sind schlecht und so weiter. Und das ist natürlich nicht wahr. Aber das ist die Gefahr, das ist die Macht, die die Medien haben. Wenn die es einfach oft genug sagen und die Autoritäten das auch sagen, dann ist es die Wahrheit. Egal, ob es jetzt die Wahrheit ist oder nicht. No evidence, but kein Beweis. Aber wo ist denn jetzt dieses Wrack, das Drohnenwrack? Das haben wir nie gesehen. Und hier werde ich mal trip down memory lane. Mich einen kleinen Trip nach Manchester durch meine Erinnerung geben. The media reported Manchester 2013. Die Medien berichteten über, dass jemand Waffen in seinem Keller 3D gedruckt hat. Es gab eine Pressekonferenz, wo diese Fotos hier mit viel Aufregung vorgezeigt wurden. Und MakerBot Replicator 3 war das. Und hier rechts seht ihr einen Auslöser für ein 3D gedrucktes Gewehr oder einen Gewehrlauf. Und die ganze Community sagte, Moment mal, dieser sogenannte Auslöser ist ein Extruder. Ich glaube, der Gewehrlauf ist das Zeug, wo man die Füllsubstanz reintut. Also die Polizei hat also jetzt irgendjemanden hier überfallen, der also einfach hier normal hier mit dem Gerät gearbeitet hat und hat sich entschieden, dass diese unschuldigen Teile hier eine 3D-Waffe darstellen. Das ist also die Qualität von britischer Polizeiarbeit. Also ich sage nicht, dass einige PolizistInnen sich noch irgendwie irgendwas im Gras fanden haben und gesagt haben, das ist eine Drohne, aber wir haben keine Drohne gefunden. Also zieht eure eigenen Schlussfolgerungen. Ja, also das Ganze verschwand aus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Polizei hat sich vielleicht ein bisschen geschämt und Gatwick wurde wegen Drohnen geschlossen, ja. Mitte Januar, etwas später, wieder Drones, diesmal in Heathrow Airport. Und das ist also schön nah an London. Die Massenmedienjournalisten müssen nicht weit fahren. Also sie gingen alle, fuhren alle dorthin und auf alle nach Heathrow. Und es gibt Lichter im Himmel. Da, sie zeigen drauf, hier die absolute Sicherheit, der Beweis. Jones kommen herein, Heathrow für einen Abend geschlossen. Und dann etwas später am Abend wurde dann gesagt, die Bedrohung wurde nun also beseitigt. Und die Drohnen waren also ziemlich lange da. Und die Community hat hier so ein bisschen was Seltsames gespürt und jemand, Andrew Himes, der auch ein Hackaday-Reader ist, hat mich angesprochen und er hatte nun bei ADS-B nachgeschaut. Ich kann hier nicht voll in die technischen Details gehen, ist nicht mein Fachgebiet. Das ist also das Beacon-System, das kommerzielle Flugzeuge haben. Also sie verlassen sich nicht nur auf passives, aktives Radar, also das traditionelle Radar. Jedes Flugzeug hat auch ein
Beacon, das sagt, hallo, das bin ich und hier komme ich. Und es gibt nun, die Community hat also einen Mechanismus, das alles im Web zu loggen. Und an diesem Abend, was für Flugzeuge gab es? Und die fanden also hier die Drohne, die ist hier in der Karte rechts. Und das ist ein recht bekanntes Flugvehikel. Und es ist recht willkommen, es ist nämlich einer dieser Polizeihelikopter, Polizeihubschrauber hier. Was ist also passiert? Die Polizei sagen natürlich nichts darüber, denn das ist alles ein bisschen peinlich, aber jemand sagte das D-Wort und ein Helikopter wurde schnell herbeigeschafft und flog und dann hat dieser Helikopter also sich durch Licht bemerkbar gemacht und alle zeigten drauf und naja, ich will jetzt nicht sagen, dass der Hubschrauber sich selbst im Dunkeln verfolgt hat einen ganzen Abend lang, aber schaut euch die ADS-B-Aufzeichnung an, schaut auf die Karte und naja, entscheidet selbst. So, yes. Also, wieder die vorherrschende Meinung war, dass eine Drohne am Heathrow Flughafen war. Drohnen sind schlecht. Und eines der schwierigsten Ausdrücke in der öffentlichen Diskussion. Etwas muss geschehen. Something must be done. Und heute, die Leute, die jetzt zufällig an der Macht waren, die müssen also jetzt ihr Zeichen setzen oder was auch immer. Und wir müssen jetzt ein Gesetz verabschieden und ja, irgendwas tun hier, Strafen, solche Sachen. Also haben wir irgendwelche Gesetze. Und das heißt dann oft schlechte Gesetze. Denn, naja, lasst mich euch in die Tiefen der britischen Psyche entführen. All the gamins who quake in their Barrett homes at the thought of die Leute, die in ihren Daily Mail or the Daily Häusern Angst haben vor dem, was ihnen die Klatschpresse, die Regenbogenpresse mitteilt. Das ist dann die Bedrohung des Moments, sie verlangen, dass etwas getan werden muss. Und das ist die generelle Reaktion auf alles über Jahrzehnte hinweg. Der britische Weg. Leute haben Spaß. Das muss gestoppt werden auf alle Kosten. Und dann haben wir also hier dieses Bild mit einem No Ball Games, keine Ballspiele, Schild. Das hat tatsächlich keine rechtliche Bedeutung, aber man findet diese Schilder ganz über das Vereinigte Königreich. Denn schlimm, Kinder können Spaß haben, das muss gestoppt werden. Auf jede Kosten. Und die Generation, die in den 70ern aufwuchs, sind die ersten, die Skateboards hatten. Und ja, die mussten gebannt werden. Leute haben Spaß, das muss gestoppt werden. Computerspiele. Ich war immer in der ersten Generation. Ich habe einen Sinclair mit 11 Jahren bekommen. Die verderben Kindergehirne, das muss gestoppt werden. Und als ich Student war, ging es immer um Acid House, Rave-Musik. Und ihr könnt euch vorstellen, sie sind also völlig explodiert. Und das ist also das Level der Reaktion in der britischen Politik. Anstatt zu sagen, okay, schauen wir uns mal die Beweislage an. Was passiert hier wirklich? Nein. Leute sagen, Leute müssen gehindert werden, daran Spaß zu haben. Und nun ja, zufällig ist es so, dass wir recht viel Glück haben, was das Recht angeht. Es gibt hier einige Player, die tatsächlich recht viel Ahnung haben, zum Beispiel die UK Civil Aviation Authority, die Zivilluftfahrtbehörde. Wenn sie mit irgendwas in der Luft zu tun haben, wissen sie eigentlich, wovon sie reden. Sie gehen hier, explodieren nicht voreilig und sie kümmern sich darum, dass der britische Luftraum glatt und sicher gemanagt wird. Und die Rechtslage in Bezug auf Drohnen, alles, was mehr als 250 Gramm wiegt, glaube ich, ab November muss man dafür eine Art Test bestehen. Und man muss eine Lizenz kaufen. Und der Test ist, denke ich, naja, du musst wissen, dass du nicht in einem bestimmten Abstand von Leuten fliegen darfst oder was auch immer. Und ich habe den Test nicht selbst absolviert. Ich habe mich entschieden, dass ich den Test nicht machen möchte. Meine Drohnen fliegen, das sind kleine Spielzeugdrohnen, die ich einfach nur habe, um ein bisschen was zu lernen. Ich bin kein Drohnenflieger, aber dieser Teil des Rechts an sich ist recht gut überlegt. Und eine verführende Idee ist so ein 350-Gramm-Drohnen-Ding. Als wir darüber zuerst sprachen, sagte ein Minister, oh, das wird eine fantastische Förderung der britischen Drohnenindustrie. Und fragte mich, ja, welche britische Drohnenindustrie? Und dann zeigt sich, das ist eine fantastische Förderung der Shenzhen.
Drohnenindustrie. Und also die Leute in Shenzhen, busy making amazing multirotors. Sind tatsächlich dabei, fantastische Multirotoren in 250 Gramm Format zu machen, unter 250 Gramm. Also solche Entwicklungen werden angestoßen. Also überlegt euch mal, in ein paar Jahren Zeit könnten wir also Drohnen kaufen, die sehr viel mehr können, weil es einige Jahre in der Zukunft ist, und die trotzdem 250 Gramm wiegen. Man braucht keine Lizenz. Also ich warte auf diese Drohnen und dann möchte ich eine mir besorgen. Ja, das ist also die Regelungsseite bei den Drohnen. Die andere Seite ist ein bisschen mehr besorgniserregend. Das ist jetzt eine typische britische Überreaktion der Regierung. Also jemand hat Spaß, das muss gestoppt werden. Neue Befugnisse für die Polizei. Und neue Befugnisse für die Polizei sind niemals gut, denn sie tun immer dumme Sachen damit. Sie haben was reingebracht, was also die ihnen ermöglicht, dass die Drohnenausrüstung zu erkennen. Ich weiß nicht, was die genauen Details sind, aber eine düstere Geschichte. Und ich denke, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in ein oder zwei Jahren werde ich Berichte über Polizeibelästigungen im Zusammenhang mit Drohnenflügen einreichen. Also, jemand Junges tut etwas auf verantwortungsvolle Weise, nicht in der Nähe von Leuten, aber Leute riefen die Polizei ein und haben die Polizei auf sie gehetzt. Ich möchte nicht mit solchen Geschichten beschäftigen, möchte nicht, dass ihr in solcher Position seid. Also alle, die ihr zu tun seid, so verantwortungsvoll wie möglich, lasst euch nicht festnehmen, denn ich denke, die Polizei wartet darauf, Leute festnehmen zu können. Das ist die Art, wie die Dinge ablaufen, nicht wahr? At this point, und zu dieser Zeit sehen wir so ein bisschen einen Gegenwehr. Zunächst mal DJI, größter Hersteller von Multirotor-Drohnen, haben einige sehr stark formulierte Beschwerden eingereicht über die BBC und die Qualität ihrer Berichterstattung, denn die haben tatsächlich sehr schäbig berichtet. Und ich habe über diese Beschwerde berichtet bei Hackaday. Ich glaube nicht, dass es bisher irgendwelche Ergebnisse gegeben hat. Wir warten es ab. Und etwas Interessanteres, einige Enthusiasten haben sich zusammengefunden und haben etwas formiert, was Airprox Reality Check heißt. Und was sie also gemacht haben, ist, sie haben sich sehr detailliert mit Kriterien und einem Bewertungssystem mit Air Proximity, also mit Nahbegegnungsberichten beschäftigt. Und sie haben jedes Ereignis von Nahbegegnungen bewertet, das angeblich mit einer Drohne zu tun hat. Und sie haben herausgefunden, ist das eine Drohne? Also zum Beispiel Stansted, das auf keinen Fall eine Drohne hätte gewesen sein können. Und wenn nicht, was hätte es gewesen sein können? Also Dinge wie, ja, wenn wir uns jetzt die ADS-B-Daten anschauen, dann haben wir hier dieses eine Flugzeug und hier in der Entfernung, einer anderen Höhe, haben wir ein anderes Flugzeug, das aus der Entfernung recht klein aussieht. Ist das vielleicht, was du gesehen hast? Denn einige dieser Sachen kommen nicht von Piloten, sondern von den Bediensteten in der Kabine oder von Passagieren. Und es geht also darum, hier diese Berichte verantwortungsvoll zu analysieren. Das ist sehr interessant zu lesen. Sie haben einen sehr ausführlichen Leitfaden über diese Ereignisse und den Umgang mit ihnen. Und das Interessanteste, was sie getan haben, ist, sie haben eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage eingereicht und gefragt, was hier die Beweislage ist für die Beteiligung von Drohnen. Und das ist vielleicht, das hier ist nun wirklich das rauchende Gewehr, also der harte Beweis. In allen Fällen hat die UKAB keine Bestätigung, dass eine Drohne nahe an einem Flugzeug geflogen ist, außer durch die Berichte von Piloten. Ähnlich ist es so, dass außer Pilotenberichten UKAB keine Bestätigung hat, dass eine Drohne involviert war. Also das ist jetzt wirklich hier das ist der entscheidende Punkt. Piloten sind nicht dumm. Sie sind sehr trainiert, sie sind ExpertInnen in dem, was sie tun. Und ihre Aufgabe ist es, euch, die Passagiere, sicher zu halten. Und sie machen das auf eine erstaunlich gute Weise. Flugfliegen ist die sicherste Methode, um von A nach B zu kommen. Also es gibt so oft die Statistik, dass man eher in einem Autounfall auf dem Weg zum Flughafen stirbt, als in einem Flugzeug. Und es gibt einen Grund dafür. Piloten sind sehr gut in dem, was sie tun. Das Problem ist,
When you get a, wenn man a sighting report, wenn ein Bericht über eine Sichtung herankommt, kann man das nicht als verlässlich ansehen, wenn es keine Beweislage dahinter gibt. Und flyers have seen, Leute, die fliegen, haben in der Luft Dinge gesehen, seitdem es das Fliegen gibt. Also es waren immer Erste Weltkrieg-Superwaffen, kleine grüne Leute, Nazi-Superwaffen, russische Superwaffen, kleine graue Menschen, was auch immer. Also wenn man das Wort UFO ausspricht, lachten euch die Leute aus. Und buchstäblich, es ist natürlich ein unidentifiziertes Flugobjekt, eine Plastiktüte oder was immer. Und deswegen möchte man nicht mehr UFO sagen. Die Leute sagen, ja, 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 klar. Und wenn Leute etwas sehen, leider, ist es sehr viel einfacher zu sagen, das ist eine Drohne. Und wenn jemand sagt, es ist eine Drohne, es könnte eine Drohne sein, aber ohne andere Beweislage, das zu unterstützen, ob es in der entsprechenden, im entsprechenden Abstand war, ob es eine Drohne war, kann man das nicht als verlässlich ansehen. Und hier ist das Problem. Das Air Proximity Board in ihren Berichten hat die offizielle Berichtslage. Was, also was das Gesetz angeht, wenn eine Drohne in einem Bericht des UKAB ist, dann war es eine Drohne. Anstatt zu sagen, jemand sagte, dass sie vielleicht eine Drohne gesehen haben. Und da ist das der Kern des Problems, über das ich rede. Also, zur Schlussfolgerung, was brauchen wir? Es gibt mehrere Blickwinkel. Erstmal das Air Proximity Board selber, da brauchen wir Berichte, die was bedeuten. Wenn der Job ist, nachzuforschen, was da ist, dann macht ihr keinen guten Job. Schreiben sie einfach nur auf, was Leute ihnen erzählt haben und stellen das dann als absoluten Fakt dar. Und wenn das ihr Job ist, dann sind sie nicht kompetent. Aber wenn ihr Job ist, einfach zu berichten, was Leute sagen, dann müssen sie sehr klar darüber sein, dass das nur ist, was andere Leute gesagt haben. Denn was jetzt in einer merkwürdigen Situation, wo die Öffentlichkeit, die Presse und die Regierung eher Arbeit als den offiziellen offizielle Auflistung dessen, was passiert ist, behandeln, wenn es wirklich halt nur ist, was bestimmte Leute gesagt haben. Die müssen jetzt sehr schnell sich entscheiden, auf welcher Seite dieser Münze sie sein wollen. Und wenn sie nicht nachforschen und das nicht der offizielle Log des Reports, des Ereignisses ist, dann müssen sie klar machen, dass es da keine Beweise gibt von Drohnen. Und ich vermute stark, dass sie nicht ganz so lax wären in ihrer Berichterstattung, wenn Zwischenfälle, zwei Flugzeuge, die sich nahe kommen, beinhalten würden. Aber wenn es um Drohnen geht, dann wird es irgendwie sehr sinnlos. Und sie müssen einen besseren Job machen. Dann brauchen wir kompetente Polizeiaufklärung. Britische Polizei, die haben so eine Geschichte der Inkompetenz, wenn es um größere Zwischenfälle geht, die außerhalb ihrer normalen Geschwindigkeitskameras und Einbrechern geht. Wenn sie sich schämen, dann können sie das nicht so richtig zugeben, weil sie können einfach nicht falsch liegen. Nach den 9/11-Angriffen on the tube in London. Haben sie einen Brasilianer in der Tube festgehalten und dann gab es irgendwie ein großes Netz von Lügen. Er war ein Terrorist. Er ist über die Barriere in der U-Bahn gerannt und das ist auch nicht passiert. Und er hatte eine Waffe und ich erinnere mich nicht mehr an die Details, aber es war dieses Netz aus Lügen und schlussendlich war da gar nichts. Können sie niemals falsch liegen. Sie können niemals zurücktreten und zugeben, dass etwas falsch gelaufen ist. Sie müssen immer weiter und weiter und weiter gehen. Wie der Typ mit dem 3D-Drucker früher. Die denken sich totalen Blödsinn aus und stellen das als absolute Fakten aus vor den Medien.
weil sie einfach nicht zugeben können. Sie haben diese Drohnen, das Drohnenwrack, obwohl da gar nichts ist, kann man vielleicht auch sagen, dass es das nicht gegeben hat. Sie haben einfach irgendwelchen Kram gefunden oder sie haben gar nichts gefunden. Und sie machen sowas wie die üblichen Verdächtigen verhaften. Wenn du die Troubles in Irland verfolgst oder die Birmingham Pub Bombers, sehr schlimmes Bombenattentat in Birmingham, die wirklichen Attentäter wurden blieben frei und haben es irgendwann vor irgendwelchen irischen Leuten zugegeben. Und hier haben sie einfach die nächsten Drohnenenthusiasten festgenommen. Klar, die haben es gemacht, richtig? Das ist kein... So macht man das einfach nicht bei diesen Arten von Zwischenfällen. Die Regel sollte sein, wenn du nicht weißt, was du tust oder worüber du redest, solltest du es vielleicht nicht machen und es wem anders überlassen. Ich bin sicher, die CIA oder wer auch immer haben Ermittler, die genau wissen, was da los ist bei solchen Sachen. Die Polizei sollte zugeben, wenn sie es nicht wissen oder keine Ahnung haben, und sollen einen Schritt zurück machen und alle anderen hätten eine viel bessere Zeit damit. Und dann brauchen wir verantwortungsvolle Presse. Wir brauchen verantwortungsvolle Presse. Der Standard der Berichterstattung war das Allerschlechteste der britischen Bully-Presse. Sensationalismus, Lügen, hergestellte Geschichten und so weiter, wie dieses Video, von dem ich nicht sagen würde, dass es nicht im Daily Mail Parkplatz war. Wir brauchen auch vernünftige Berichterstattung, wenn es um Experten geht. Die BBC eine Drohnengeschichte hat, bringen sie irgendeinen Flugzeugpiloten. Und der wird natürlich sagen, Drohnen sind schlecht. Ja, der weiß es halt nicht besser, der weiß nichts über Drohnen. Wenn du mit einem Piloten über Drohnen redest, da kannst du halt auch einen Supertanker-Captain über Kajak-Geschichten fragen. Sie haben bestimmt beide recht, richtig? Ich bin mir sicher, bei einem richtigen Supertanker ins Zwischenfall würden sie einen Kajaker holen, oder? Aber hier machen sie es halt nicht. Die BBC haben sogar selber Experten, Drohnenflieger in ihrer Crew. Ich kenne einige persönlich, die sind sehr kompetent über Rotorflieger. Können wir nicht sagen, dass die keine Experten finden. Die haben es einfach nur nicht versucht. Und zuletzt brauchen wir gutes Training der Leute in der Luft, Piloten und Kabinencrew. Wir kennen alle dieses Bild. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, da sind keine Credits. Aber es war überall. Und dann kannst du hier stehen und sagen, haha, Piloten können Drohnen nicht erkennen. Es ist nicht fair zu Piloten, weil, wie ich gesagt habe, Piloten sind super kompetente Leute, die du wirklich vertrauen darfst. Denen kannst du wirklich dein Leben in die Hand geben, weil die wissen echt, was sie tun. Sie machen einen sehr schwierigen Job sehr gut. Das ist nur ein kleiner Bereich ihres Jobs, der in ihrem Training nicht so richtig vorkommt. Und ganz ehrlich, würde wahrscheinlich schon helfen, wenn sie trainiert werden, so sieht eine Drohne aus. So sieht eine Drohne aus der Entfernung aus. So sieht ein Flugzeug aus der Entfernung aus, mehreren Kilometern. Und kann es halt verwechseln als Drohne. Und das würde sehr helfen. Und es würde auch helfen, um die Spannung zwischen verschiedenen Communities, die Guide benutzen. Weil ich glaube nicht, dass verantwortungsbewusste Multirotorflieger wollen, dass Piloten von ihnen genervt sind. Und ich glaube auch nicht, dass es andersrum zu sein soll. Und ich glaube, dass gutes Training in diesem hier helfen würde. Zuletzt. Wir müssen unser eigenes Haus in Ordnung halten. Wenn wir Drohnen fliegen oder wie immer wir sie auch nennen, dann müssen wir sicherstellen, dass wir es tatsächlich direkt nach dem Lehrbuch tun. Und Leute, die das nicht so tun, ich will dann hier alles verkaufen, das wird doch niemand merken oder so, oder ich dieses dumme Ding, dann müssen wir diese Leute auch auf die richtige Spur bringen. Wir müssen auf der richtigen Seite hier stehen. Wir können es uns nicht leisten, die falschen Dinge zu tun. Das Logo hier heißt dronesafe.uk, die Website. Ich glaube, dass diese Website von
Air Traffic Control People in the UK. Den Leuten, die den Luftraum überwachen, gemacht worden ist. Das ist eine sehr nützliche Checkliste mit Diagrammen und so, wo ihr fliegen könnt, wie ihr fliegen könnt und wo ihr das nicht tun solltet. Und Dinge wie unterhalb der 400-Fuß-Grenze, 300 Meter entfernt von Menschen, offensichtlich nicht in der Nähe von Flughäfen und solchen Sachen. Und wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr in der Nähe eines Flughafens oder so seid, ist es einfach genug. Es gibt Orte online, wo ihr das überprüfen könnt, die euch zeigen, wo ihr seid und wo ihr fliegen könnt, wo die Zone endet. Zum Beispiel etwa eine Woche nach der Gatwick-Geschichte gab es jemanden, der in der Nähe von Heathrow festgenommen wurde. Er war kein Terrorist oder irgendwas, das war ein armer Typ, der eine Drohne zu Weihnachten bekommen hat und zum nächsten Park ging, um zu fliegen. Das Problem aber ist, dass der Park in West London war, direkt neben Heathrow. Er war also kein schlechter Drohnenpilot, sondern was wir einen Dummkopf nennen würden. Und wir müssen also unser Haus in Ordnung halten und es ist die Verantwortung von allen Seiten, die Polizei, JournalistInnen, aber auch wir als die Leute, die die Multirotoren fliegen, müssen verantwortungsvoll sein. Wir müssen Teil, ein guter Teil dieses Puzzlestücks, dieses Puzzles werden. Das ist es also. Vielen Dank fürs Zuhören. Hackaday berichtet über Multirotor-Drohnengeschichten. Wenn ihr hackaday.com, Category Drone Hacks folgt, dann seht ihr sowohl Projekte, die Leute mit Multirotoren gemacht haben, und ihr seht die sich entwickelnden Geschichten mit der Luftraumüberwachung, über die ich gesprochen habe. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Und hat irgendjemand Fragen? Das ist das, wovor ich Angst habe. Thank you. Danke. I see the first question over there. Die erste Frage ist hier schon. Can you hear me? Yeah, yes, right. I can. I'm sorry. Yeah. Afraid of questions. Tut mir leid, dass du Angst vor Fragen hast. Sonst hätte ich es nicht gemacht. Was du nicht gesagt hast, wenn ich mich richtig erinnere, wurde die britische Armee gerufen mit ein paar Drohnenüberwachungsdingen. Ist das richtig? Ja. Irgendwas bei rausgekommen, hat es irgendjemand berichtet? Wir haben es nicht gesehen oder wir haben es gesehen oder was auch immer. Ein anderes Teil des Puzzles ist, da war gar nichts. Nichts, wovon ich wüsste, ja, das wäre ein weiteres Puzzlestück gewesen. Sie rufen die Armee meistens nicht, weil sie sie brauchen, sondern weil man dann damit die Massen beruhigt. Im Krieg gegen den Terror vor ein paar Jahren hat das geholfen. Ein öffentliches Ding, da sind Leute in Uniform mit großen Waffen. Da fühlen wir uns alle sicher, nicht wahr? Und die haben nichts gefunden, soweit ich weiß. Danke. Yes. Thanks for your talk. Danke für deinen Talk. Was fehlt dir, was bei den Geschichten fehlt, was möglich sein sollte? Mit der britischen Erfahrung mit Radar sollte man Drohnen mit Radar ausstatten. Many years ago. Es gibt auch Bücher, mit denen man über Radar lernen kann. Es gibt ein Buch schon seit 2007. In Radar. Blip, Buzz and Bing. Also auch ohne mathematischen Hintergrund kann man das sehr viel lernen. Also kann man auch Radar verwenden, um Drohnen zu erkennen. As I understand it. Ja, also so wie ich verstehe, ich habe diese Frage gestellt. Gibt es hier Leute, die solche Sachen wissen, habe ich gefragt. Und ich habe tatsächlich jemanden gefunden, durch meinen lokalen Makerspace, habe ich jemanden gefunden, der sein ganzes Leben mit Radar gearbeitet hat, auch militärisch, worüber ich nicht reden konnte. Und ich habe gefragt, warum können die Leute das nicht einfach erkennen? Und ich denke, was am Ende der Antwort übrig blieb, soweit ich weiß, ist, dass es gibt verschiedene Flughäfen, aber es gibt Entwürfe, um große Flieger zu erkennen, nicht Drohnen. Dafür gibt es keine, darauf ist es nicht ausgelegt. Und ich glaube, es gibt Systeme, die Drohnen erkennen können. Das sind die Sachen, was die Regierung mit großer Fanfare gesagt hat, was sie erforschen würden. Ich glaube, dass gibt es ein Transponder-System gibt, das von der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde eingeführt wird. Ein Transponder-System, aber das Problem damit ist, dass natürlich die legitimen und verantwortungsvollen Leute diese Systeme auf ihre Drohnen aufbringen werden, aber es wird einige Idioten geben, solche Cybertypen, die keinen Transponder verwenden werden. Und es funktioniert also nur, wenn alle sich tatsächlich nach den Regeln verhalten. Ich hoffe, das hilft. Sind hier weitere Fragen? Okay, hier drüben.
Hello. Ich schätze, es ist halb Frage und halb eine Aussage, und das ist eins, was ins Licht gekommen ist in den UK, das in beim Drohnenregistrat. Sie gehen zu Leuten, um sich zu registrieren, um ihre Flugzeuge zu registrieren. Having just mentioned about that couple that got arrested. Gerade zu hören von dem Paar, das verhaftet wurde wegen einem Facebook-Post über einen Modellhelikopter, den sie hatten. Ist meine Sorge, dass diese ganzen Entitäten, die wollten, dass Leute sich registrieren, die sind dann, ihr seid dann findbar und die wissen dann, wo ihr wohnt und sowas. Und niemand denkt so richtig nach, ein Krimineller raubt keine Bank aus mit ihrem registrierten Auto. Sie tun kein Neonzeichen mit, oh, ich raube diese Bank aus, aber ich mache es ganz, ganz sicher. Wenn du illegal bei einem Flughafen fliegst, bist du entweder zu doof, dass du es weißt, um dich zu registrieren, und dann brichst du halt das Gesetz, oder du machst es einfach absichtlich und registrierst es absichtlich nicht. Und ich frage mich, was ist da deine Meinung? If you thought about any methodology über Methoden, GIs, geofencing yeah. system, außer irgendwelchen protecting people Geosystem, um Leute vor sich selber zu bewahren, weil manche Leute einfach so doof sind, mit der Technologie umzugehen. Hackaday on that. Wir haben auf Hackaday danach gefragt, detecting drones wenn Drohnen zu finden schwierig ist. It's quite funny, was macht dann die Community damit? Und die Hälfte der Community sagt, ah, du arbeitest für die da oben und ihr wollt nur... Nee, wir sind nur die Community. Und wir wollen nicht wirklich auf der Regierungsliste der Enthusiasten sein. Das ist, glaube ich, nicht ganz so bösartig. Ich bin ein ganz normaler Amateur. Auf einer Regierungsliste von Radioamateuren. Und man kann auch mit dem Radiospektrum schlimme Dinge tun. Und die gehen nicht so wirklich den lokalen Radioamateuren hinterher. Sie fragen die lokalen Radioamateuren nach Hilfe und die helfen dann auch. Das wird wahrscheinlich bei den Rotorfliegern genauso sein. Wenn du schlechte Dinge tust, dann fragen die die Community. Und die Community wird dann sagen, ja, je nach Frage. Andere Technologie, it's not my field, but da weiß ich nichts von. Who you are, by the way, this is Jared. Ich weiß, wer du bist. Es ist Jared, Multirotor-Experte, der mich in diese Geschichten interessiert hat. Ja, da weißt du wahrscheinlich mehr drüber als ich weiß. Are there any questions? No. Okay. Fragen? Nein. Okay, dann vielen Dank, Jenny. Bitte gebt ihr einen weiteren Applaus. Thank you.